Weil es echt schade. Ich finde es traurig, was sie damit gemacht haben. Und es war halt auch an vielen Stellen, hat es einfach so gewirkt, als ob die Leute, das Team, wie es ja heutzutage oft so ist, keine Zeit mehr hatten, ein paar Sachen fertigzustellen und auch ein paar Sachen so halbherzig reingemacht haben oder reinmachen mussten und dann hinterher keine Zeit mehr hatten, das zu vollenden. Was halt echt schade ist. Hier hinten, genau. Und sowas finde ich echt immer schade. Und deswegen bin ich auch heilfroh, dass ich es mir nicht für den vollen Preis damals gekauft habe, sondern noch einen Gutschein hatte und deswegen nur noch 25 statt 50 Euro dafür gezahlt habe. Weil ich hätte mich echt so saumäßig geärgert. Und ich hätte auch genau gewusst, selbst wenn das Let's Play technisch wieder geklappt hätte. Aber sind fertig, alles klar. Dann hätte ich mich einfach, ich hätte mich über so viele Sachen aufgeregt. Vor allem dieses dämliche, hier zum Beispiel, ich kann springen, wann ich will. Ich drücke jetzt auf springen, kann jetzt springen. Super Sache. In Thief 2014, beziehungsweise Thief 4, wie es ja auch von manchen genannt wird, kann ich nur springen, wenn das Spiel mich springen lassen will an bestimmten Stellen. Also es ist kontextualisiert und das ist, und das hat teilweise auch einige Fehler mit sich gebracht, die echt nicht hätten sein müssen. Und einige Glitche und sowas nervt mich dann zum Beispiel einfach. Also man kann das Spiel mal spielen, aber ich würde es nicht uneingeschränkt empfehlen, sagen wir es mal so. Muss ich leider so sagen. Viel vergebenes Potenzial, leider. Und es sind, glaube ich, kurz nach dem Release des Spiels, im April war es, glaube ich, 2014 oder so, oder März? Ne, April, glaube ich. Es sind, glaube ich, 27 Mitarbeiter von Square Enix oder von Eidos, ich weiß jetzt nicht mehr von wem genau, vom Publisher oder vom Developer da, entlassen worden. Und ehrlich gesagt kann ich das auch verstehen. Und ich kann auch mittlerweile, ich habe erst zum Anfang des Spiels nur noch ein paar Worte, bevor ich dann weitermache jetzt hier und das sein lasse, das Thema. Ich habe ja erst am Anfang des Let's Plays zum Beispiel gesagt, dass ich das Spiel besser finde, als sein Ruf war zu der Zeit schon. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht darüber und fand es erst ganz gut und dachte mir, so ein paar Kritikpunkte stimmen halt nicht zu oder kommen für mich nicht so stark zum Tragen, aber ich muss meine Meinung dann doch ein bisschen leider zum Negativen revidieren, nachdem ich das gesamte Spiel kenne und auch die Geschichte, die leider auch ziemlich vorhersehbar ist, ohne Überraschung. Die Charaktere sind sehr flach, sehr eindimensional, auch zum Ende hin nochmal wieder, also das ist leider echt schade, was damit gemacht wurde. So, Pokerfaces. Level Nummer 3. Von 10.000 irgendwas da im Kreis. Das ist es, genau, das meinte ich nämlich. Mit Lava und alles. Und hier ist das Schloss, was ich meinte, wo man rein kann. Genau, ja. Ach, cool. Und hier hat es sich auch wieder gelohnt, einfach mal nach hinten zu schauen. Denn hier gibt es nämlich noch ein Extra, was man nicht leicht übersehen kann, wenn man hier so startet. Ich halte mal wieder meine Guschen wegen der Musik. That love is some hot stuff, okay? If you fall in, this will be one very, very short game, okay? Very good, okay? Collect 3 more Cur Monster Amulet pieces so you can start getting pushy. Ja, ich
ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich bin bisher mit dem Let's Play ziemlich zufrieden, wie es läuft. Läuft echt sehr gut. Ah, shit. Bei Spyro hätte es jetzt noch, wenn ich jetzt nochmal 3 gedrückt hätte, jetzt noch die Möglichkeit gegeben, aber ich glaube erst ab Spyro 2 auch, oder bei Spyro 1 auch schon, das weiß ich gerade gar nicht auswendig, dass man hier nochmal ein Stück höher fliegt, zum Ende hin nochmal schwebt und dann nochmal da drauf kommt. Aber so bin ich jetzt nicht da drauf gekommen. Auch die haben so ein bisschen was von Spyro-Gegnern. Sind aber keine ernsthafte Gefahr, muss ich sagen. Manchmal nimmt das nicht so ganz. Da muss man wirklich fast in die Kiste reinlaufen, damit er das nimmt. Was das eine Amulett jetzt bald bewirkt, weiß ich auch noch nicht so ganz. Das war knapp. Ah, alles klar. Okay, so geheim war es jetzt doch nicht, weil man darauf aufmerksam gemacht wurde. Man könnte dann höchstens denken, Scheiße, wo war das denn? Wir gehen auch sofort zurück. Ich möchte nochmal eben das hier abfrühstücken. Ich weiß auch nicht, ob die Buchstaben einigermaßen chronologisch zur Linearität des Levels angeordnet sind. Sprich, ob erst das B kommt, dann das O, dann das N, das U und das S. Oder ob erst das B kommt, dann das S, dann das N, das U und das B oder so. Ne, was habe ich jetzt gebildet für ein Wort? Das ist aber jetzt nicht Bonus gewesen, glaube ich. Wenn man die richtig anordnen würde. Ich habe irgendeinen Buchstaben, glaube ich, doppelt gesagt. Egal, ich glaube B. Ist wurscht. Wurz. Den war ich echt ein bisschen widerspenstig, die Viechers. Wen haben wir denn da hinten? Ach, das ist der andere Professor-Kerl da. Der sieht ein bisschen creepy aus, ehrlich gesagt. So, bevor wir irgendwas anderes machen, zum Beispiel da hinten weitergehen, sammeln wir erst nochmal diesen einen Stern auf, den ich natürlich übrig gelassen habe, damit ich ihn hier zuletzt einsammeln kann. Das hier ist übrigens die Musik aus dem Intro, aus dem Menü. Ist das die Haupt-Kermit-Musik? Ich weiß es gar nicht. Die Haupt-Muppet-Musik? Ich glaube schon, oder? Wie gesagt, ich kenne mich mit den Muppets nicht aus. Es ist eine Schande. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe keinen Kontakt großartig zu dem während meiner Kindheit gehabt, muss ich gestehen. Das kann ich doch wahrscheinlich schieben, oder nicht? Nee? Doch, das kann ich doch bestimmt schieben. Wie komme ich? Komme ich hier schon drauf? Ich glaube nicht, erst von da oben wahrscheinlich. Habe ich hier alles gemacht? Das öffnet sich auch erst später. Da können wir schon mal rein luken. Ah, mein Nacken. Ah, Moment. Ah. Leicht verspannt gesessen hier. Ja. Vielleicht hat es auch mit dem Licht da oben noch was auf sich, was wir machen müssen. Oder mit den Lichtern, dass wir die anordnen müssen. Halte ich auch nicht für undenkbar, die Möglichkeit. Ich will echt manchmal zweimal das Dingens drücken, zweimal X, damit wir das gleiten. Das muss ich mir echt abgewöhnen. Das könnte sonst hier, gerade hier im Lava-Bereich, echt in die unsere nicht vorhandene Hose gehen. Also ich habe schon eine, so ist es nicht, aber Robin hier nicht. Okay. You only need one more piece of the Kermanster amulet, okay? Tschüss.
Checkpoint. Nochmal ein Checkpoint. Ein O. Hola. Congratulations, okay? Now you can use the power of Kerrmonster to push and pull heavy objects. Hm. Get out there and throw your weight around, okay? Okay. Wollte gerade sagen, es ist ein bisschen blöd gemacht, dass man immer sofort eingebeamt wird. Allerdings kann ich das als Kritikpunkt nicht stehen lassen, als negativen. Denn, man kann ja mitdenken, was ich jetzt gerade zum Beispiel nicht getan habe und einfach schnurstracks reingelaufen bin. Und heißt, erst alle Sachen einsammeln und dann erst diese Münzen, diese Amulette da einsammeln. Weil man erst dann dahin gebeamt wird. Das ist eigentlich am sinnvollsten, aber ich hab's halt nicht getan. Sieht ein bisschen aus wie Frankenstein vom Kopf. Von der Kopfform. So, ich möchte aber gerne noch, das hilft mir da hinten aber auch nicht an der Stelle, wo ich noch nicht weitergekommen bin. Ich hoffe, ich komme hier wieder zurück. Mal gucken. Weiß nicht, was für die am besten ist. Weiß es nicht. Ui. Hier geht's echt groß. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob der. Ich habe jetzt zum Beispiel gar nichts gemacht, ob der selber merkt, wann er aufkommen kann und wann er aufhören kann zu fliegen. Das kann auch sein. Wäre sehr cool irgendwie. Alles klar. Auch das hilft mir bisher noch nicht wirklich, da vorne auf diese eine kleine Plattform zu kommen mit dem Muppet-Token. Vielleicht wären wir ja auch von hier schon irgendwie längst da drauf gekommen, ich weiß nicht. Aber ich glaube, von da hinten ist es ein bisschen zu knapp. So, hier können wir jetzt auch was verschieben, deswegen gehe ich jetzt auch zurück hier hin. Moment. Was? People? People! In irgendeinem komischen englischen Slang. People! Ich weiß nicht, wohin ich schieben muss, aber ich schieb's einfach mal. Achso, ich muss ja nach vorne drücken. Ich wollte gerade nach links drücken, deswegen hat er nichts gemacht. Immer nach vorne drücken. Da war ja auch noch diese eine Plattform mit dem Professor da hinten, wo wir auch noch nicht waren. Genau. Ups. Ah, da unten ist sie. Haha. Ich weiß nicht, ob das generell immer ringförmig aufgebaut ist hier in diesem Spiel. Kann möglich sein. Like fish in a barrel, okay? Ah, alles klar. Okay. Ja, okay. Ich denke immer die ganze Zeit, es wäre invertiert, aber ist es gar nicht. Hoppala. Scheiße, ich komme davon nicht weg. Ich denke immer die ganze Zeit, es ist invertiert. Warum auch immer. Ah, einer noch, Mann.